Genau, ich könnte jetzt nämlich auch Sheriff Daisy den Gefangenen übergeben und wahrscheinlich wäre das eigentlich ziemlich gut, das zu machen. Das wäre eigentlich natürlich offensichtlich die richtige Wahl. Weil was will ich eigentlich mit dem? Warum sollte ich den eigentlich einsperren? Und Sheriff Daisy und dem Patriarchen wird das bestimmt auch nicht gefallen. Aber natürlich sammle ich den. Gonna catch them all. Alle Pokebösen. Wir haben uns um die Dorsys gekümmert und mehrere Rebellen verhaftet. Schick dein Team, um sie so schnell wie möglich abzuholen. Copy that, November 1. Dispatching an arrest team now. Good job getting those sons of bitches. Over and out. Sons of Bitches mit Missgeburten zu übersetzen, ist schon wieder sowas, wo ich mir denke, wa warum? Aber okay. Beute! Was haben wir denn hier? Ein EMP-Zylinder, den kann man nutzen. Benötigt Cyborg-Techniker. Hä? Das ist überhaupt kein Skill, von dem ich weiß, Cyborg-Techniker. Naja, ein faustgroßes Gerät, das in der Lage ist, einen elektromagnetischen Störimpuls abzusenden, wird innerhalb des Brustkorbs. Kann ich meine Figuren in Cyborgs umwandeln oder sowas? Ich will das jetzt sofort. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Eine Tommy Gun. Irgendwer, ich glaube Fallen Crusader, oder? Ist unser Maschinengewehr-Person. Vielleicht. Aber vier automatische Waffen haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber ist wahrscheinlich ziemlich gut. Munition, Munition, Geld, Schrott und ein Mod. Taktisches Licht. Ein kräftiges Licht, mit dem man alles erhellen kann. Nur nicht sich selbst. Ein Zelt. Dieses Lager ist nur ein paar Tage alt. Anscheinend haben sich die Dorsys vor dem Angriff auf die Stadt hier versammelt. Müll, Schrott und saurer Schlamm. Ein seltsamer brodelnder Schlamm, der Biomasse zersetzen kann. Für den richtigen medizinischen Kopf könnte es möglich sein, seine kurativen Eigenschaften aus ihm zu extrahieren. In die Hosentasche damit. Heilung, Heilung. Und wir sind fertig hier. Warum leuchtet denn der Haufen da noch? Naja, einfach so, okay. Ah ja, genau. Hier, unser Erfinder. Nee, doch nicht. Hab ich nicht irgendjemanden? Ich glaube, du kannst theoretisch. Aber hab ich wirklich niemanden auf automatische Waffen geskillt? Schwerwaffen? Nahkampf? Scharfschütze? Verrückter Wissenschaftler. Tatsächlich. Ja, dann umso besser, ne? Dann kann nämlich hier unser Marshall Known die Tommy Gun nehmen, wenn er will. Wenn er das gerne möchte. Ja, das möchte er. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden gerade ein kleines Stück mehr awesome, Mr. Known. Na dann. Gebiet verlassen. Bist du sicher, dass du nach Colorado Springs Innenstadt reisen möchtest? Ich bitte sehr darum. Colorado Springs enthält sein Öl für gewöhnlich, was bitte? Erhält sein Öl für gewöhnlich von den Gippers, dem Kult, der den Großteil der Treibstoffproduktion der Stadt kontrolliert. Leider haben die Gippers aufgrund jüngster Feindseligkeiten die Öllieferungen an die Stadt eingestellt. Ja, wir treffen noch so viel coole, witzige, interessante, abgedrehte und abgefuckte Gangs und Charaktere in dem Spiel. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist noch gar nichts, kann ich schon mal sagen. Das wird noch ziemlich witzig You und let Isaac abgedreht. live? After he gave aid and comfort to the enemies of the patriarch, after he helped them kill my family, you let him live? Ja. Why arrest him when you killed all those others? What made him special? Na, die anderen sind mit Waffen auf mich losgegangen und er hat irgendwie sich hingekniet und geheult. Ich finde, das macht einen ziemlich dramatischen Unterschied.
Aber mal schauen, ob es die Antwortoption gibt. Du weißt, dass er dein Leben gerettet hat. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das das Argument ist. Wir wollen nicht, dass du seinen Mord auf dem Gewissen hast. Er ist ein verwirrter Junge, er hat den Tod nicht verdient, nur weil er dumm ist. Ja, das ist, glaube ich, das kommt meiner Ansicht auf die Situation am nächsten. Er ist ein Trottel. Er kann auch nichts dafür. Others have died for less. He's the same age as me. Old enough to know what's right and pay the price for doing wrong. But I'll admit that he was only a pawn. He didn't mean for my family to die. I... Very well. I accept your decision to let him live. But the people who are truly responsible, Neelius Dorsey and Liberty Buchanan, I will bring justice to their doors. Will you help me find them? You can count on my guns every step of the way. Ja klar, wir helfen dir. Im Gegenzug folgst du Befehlen wie ein echter Ranger. Of course. Good. You've got yourselves a bargain, Rangers. We should go after Neelius Dorsey first. Isaac said he headed west into the mountains. No doubt he plans to hole up at one of the old resorts from before the bombs fell. I don't think we're ready to face him yet, though. Neelius will be dug in, I expect, and he'll have all his best people with him. He only left behind the expendables in the garden. I thought she said she was gonna follow orders, not give them. For now, we should head back to the sheriff. Machen wir. How's the family? Shut your hole. I know you slept with my wife. Hey, slow down. I didn't, I swear. I have got bedroom issues. Five cold don't stand. You know? Really? Then who the hell was that in my house? Welcome to the freshly reopened Taiwan Jones's Emporium! We have every fin you need, just for the asking and, well, the paying. Well done scuttling those damn Dorseys in the gardens, chums! So, what are you looking for? What are you buying? Erzähl mir mehr über dich, Taiwan Jones. Ah. You want to hear about the wide open seas, my trusty vessel, the wild waves crashing the shores? Well, sorry, chums. I'm just here to sell stuff. What would you like? Was sollen die ganzen Meereswortspiele? I have no idea what you're talking about, Franz. Du verkaufst hier Fisch? Nope. No. Wish that I did, Franz. Born and raised in Colorado Springs. Me? I've never even seen a fish in my life. Wondrous creatures, I hear. Na gut, darf ich dann mal deine Waren sehen? Sardinli. Sardinli. Auf jeden Aal. Ja. Was für ein skurriler Charakter, aber warum nicht? Wir könnten echt mal ein paar von unseren Waffen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. So wie den Bunkerbuster. Das Scharfschützengewehr. Die Artefaktwaffen hebe ich mir auf. Die so lila umrandet sind. Aber hier, komm, Schlagring. Das da. Das da. Das da. Den nicht. Das da, das da. Okay, passt. So, schauen wir mal, was sie im Angebot hat für uns. Was haben wir denn da? Ein Flammenwerfer? Habe ich schon. Was haben wir denn da? Hey, das ist zwar grundsätzlich alles echt schön und gut und cool und so, aber wäre halt echt gut, wenn ich jetzt die Waffen mit meinen Waffen gleich irgendwie vergleichen könnte. Kann ich! Die haben an alles gedacht. Na, dann ist ja gut. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, guck mal, hier ist eine Feuerwehrmann-Axt. Vergleichen wir mal. Mit der Nahkampfwaffe, die wir haben. Und sie ist schlechter. Na dann, knapp. Aber ja. Oh, wobei der Durchschlag ist irre. Okay.
Die Red-Tech-Helmrüstung sieht cool aus, glaube ich. Die hätte ich ganz gerne. Benötigt Stärke 4. Das ist ein Problem. Ich glaube, Stärke hat bei uns fast niemand mehr als 2, 3 oder sowas. Außer Abraxe. Und der hat schon einen coolen Helm. Naja, wir finden so Sachen. Früher oder später finden wir alles auf dem Schlachtfeld. Deswegen werde ich jetzt hier gar nichts kaufen. Tschü. Ich will eigentlich nur wieder ins Sheriff-Büro. Und ich werde nie wieder hinfinden. Ihr kennt mich ja. I mean, they threw my brother up against the wall just for spitting on the ground. Shut up, shut up, shut up! Oh, hier liegt einfach so eine Leiche. Die Todesursache dieses Mannes war das Aufschlitzen der Kehle. Aber dem Mörder war das nicht genug. Okay. Hey! Oh! Take a look at what these marshals and Dorsey's got on them! Wo bin ich denn hier reingestolpert? Diebe, aber die fleddern hier nur die Leichen, oder? Er blickt hinauf, während er gerade dabei war, die Toten auszurauben. Those marshals were colleagues of mine. I'm gonna guess you didn't kill them, but you need to put all those valuables back. Guck mal, die haben die neuesten Dance Moves drauf, alle drei. Das ist eine richtige Choreografie, was sie da aufführen. Und vorne steht von Crusader, glaube ich, als Frontsänger. Die drei Background-Dancer. Fat chance! We got guns and ammo now. We don't take orders from marshals no more. That escalated quickly. Uh-oh. Lächerlich. Ganz recht. Leg dich lieber nicht mit Major Tomcat an. Ah, ich hasse das, wenn die NPCs mit so wenig Lebensenergie überleben. Ah. Die übrigen Bewegungspunkte heben wir uns fürs nächste Mal auf. Düp, 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 dü, genau. Nein, come on. Ich hätte doch den gefrorenen Wieselwerfer benutzen sollen. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, der schießt schon wieder daneben. So, einen haben wir noch. Zwei haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch jemand. Unseren Scharfschützen Basti. Da muss es doch jemanden geben. Ja, genau. Nein, mit 7 HP. Habe ich schon erwähnt, wie ich das hasse, wenn die so knapp überleben? Man kann es nicht oft genug sagen. Abstauber, würde ich sagen. Na, immerhin. Jetzt würde ich gerne noch in Deckung gehen, aber das geht kaum. Naja, zumindest hier so halb in eine Richtung. Hä? Looten? Ich wollte ganz sicher nicht, dass du jetzt hier die Leiche plünderst. Aber ich schätze, dass es passiert. Na dann. Au. Au, die machen mehr Schaden, als ich gehofft habe, ehrlich gesagt. Wow, ist aber alles halb so schlimm.
Gute Kamera. Gute Kameraperspektive. So, einen haben wir noch und der ist schon sehr angekratzt. Mal schauen, wer den kriegt. Jeder darf's der Reihe nach einmal versuchen. Da war's schon. Puh, das war ja richtig knapp hier. Also ich meine, Begleiter sind unsterblich und so, aber trotzdem. Bin ja schon dabei. So, braucht sonst noch wer Heilung? Wie dumm. Back from the dead and better than ever. Blutung hat von alleine aufgehört, nehme ich an. Oder? Ich denke schon. Na dann, wir haben ein paar Level-Ups, aber looten wir erstmal. Back from the dead and better than ever. Wir können gar nicht mehr looten. Das ist aber komisch. Die letzten zwei oder drei Gegner hätten, glaube ich, theoretisch noch. Naja, egal. Müll, Müll. Rüstungsmod, Schrott, Müll. Ich finde es ein bisschen lustig. Muss man schon sagen, dass wir die Diebe angepöbelt haben, weil die Toten berauben. Und dann bringen wir sie um und berauben ihre Leichen. Ja. Das, liebe Kinder, nennt man Doppelmoral. Ein Schlagring aus Betonstahl. Okay. Braucht leider keiner von unseren Charakteren, aber gut. Gebrauchtes Katzenstreu. Warum sollten wir das mitnehmen? Gefüllt mit verklumpten Katzenstreu und kleinen Schokoladennuggets. Hält das... Halt, das ist keine Schokolade. Vielleicht kann man das als Dünger benutzen oder so. Irgendeinen Grund wird es schon geben. Und ein Sack mit Katzenknochen. Diese Katzenknochen scheinen von ihrem Fleisch befreit worden zu sein. Okay.